Hallöchen, willkommen zum neuen Vlog. Eigentlich wollte ich ja schon seit Mittwoch Videos drehen, aber unter uns wird die Wohnung gerade saniert und die machen einen Höllenlärm. Sprich, ich muss das Video verdrehen. Video drehen, aufs Wochenende verlegen und das heißt, meine sonntags computerfreie Zeit ist dann erstmal gestrichen, weil an einem Tag schaffe ich es definitiv nicht, alles zu machen. Drehen und schneiden, das kann ich vergessen. Ja, egal. Ist dann so? Schneiden geht ja relativ nebenbei meistens, aber nimmt halt viel Zeit in Anspruch, ne? Genau. Aber auch nicht schlimm. Ich gehe jetzt zum Friseur. Ich habe heute zu Hause gearbeitet und mache mich jetzt auf die Socken zum Friseur. Ich treffe mich davor mit meiner Mutter, wir gehen immer gemeinsam hin. Und dann wird hier ein bisschen was geändert. Oh Gott, ich habe ein bisschen Bammel. Ich versuche mich schon seit 3 Monaten daran zu gewöhnen. Noch funktioniert das nicht so ganz, mein Kopf ist noch nicht so ganz angekommen. Ja, ich bin Glück, dass ich nachher keine Mütze brauche. Ich werde es wieder bereuen, ich weiß es jetzt schon. Naja. Egal, da muss ich jetzt durch, ich habe es beschlossen und dann ist gut. Und ja, nehme euch dann ein bisschen mit, hoffentlich so ein kleines bisschen, weil es ja schon eine größere Veränderung ist. Da ab, das ist. Und so geht das den ganzen Tag bis abends um 17 Uhr, von daher ist Video drehen. Moment, gestrichen. Bis später. Hi. Ja, ich weiß, ich wollte euch gestern den Friseur mitnehmen. Hat nicht funktioniert, hat sich nicht ergeben und deswegen, ja. Hi. Sie sind ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Also, das muss mich doch angewöhnen. Ich will auch immer die Haare irgendwo rausziehen, weil ich denke, sie klemmen fest. Aber da ist gar nichts zum Festklemmen. Ja, muss ich mich wieder daran gewöhnen und, gucken wir mal. Nächstes Mal, also ich wollte ja eigentlich auch schon Stufen vorne rein haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie abgeschrägt heißt oder so. Hat er mir jetzt erstmal nicht gemacht, weil ich mich erstmal in die Länge gewöhnen soll. Und beim nächsten Mal, dann im Dezember, würde er es mir dann einschrägen. Genau. So sieht's aus. Gucken wir mal, ob das dann so die Länge ist, die erstmal bleiben wird. Ja. Sonst gibt es nicht viel zu erzählen. Ich muss wahrscheinlich den morgigen Tag, also den Sonntag auch noch mit Rechnerarbeit verbringen, weil ja hier die wunderbaren Bauarbeiten sind und ich die Videos nicht drehen kann in der Woche. Also auf Wochenende beschränkt bin. Und ja, ich habe jetzt alle abgedreht zum Glück schon. Aber wir haben schon 17.30 Uhr und ich weiß nicht, ob ich sie heute alle geschnitten bekomme und hochgeladen bekomme. Und das wird wahrscheinlich dann eher auch auf morgen verlegt werden müssen. Das heißt, die nächsten 4 Wochen... ist auch Sonntag nicht mehr computerfrei. Egal, dann ist dem so. Ist es ja Ausnahmesituation, nicht wahr? Es sind zwar 5 Wochen in Folge dann, aber pff, mein Gott. Gibt Schlimmeres. Okay, dann nicht lange quatschen. Ich muss hier weitermachen und dann, ja, sehen wir uns. Ich habe den letzten Vlog, ich weiß, das war eigentlich kein wirklicher Vlog, die 10 Minuten, aber es ist einfach nicht mehr passiert. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr gefilmt, aber da war irgendwie nichts. Nach Dienstag kam da so gut wie gar nichts mehr. Noch ein bisschen was, glaube ich, ja, am Donnerstag. Aber danach war ja irgendwie, also dazwischen und überhaupt, es war immer nur so Fitzen. Ja, ist halt gerade ein bisschen mau. Da ist halt schreibtechnisch gerade mehr zu tun, war mehr los als normale Sachen. Und von daher, dann ist schon wieder in der Garage, beziehungsweise müsste es schon auf dem Weg sein, die Hilfe abzuholen. Das wird auch kein Ende, ne? Er ist jedes Mal unterwegs, hat am Freitag eigentlich frei gehabt. Dann hat noch das so, schön, mal freier Tag, langes Wochenende. Ich brauche eine Hilfe für Freitag. Ja, muss der Freitag noch eine Hilfe ausliefern. Genauso nächste Woche und die Woche darauf. Ja, also die nächsten beiden Wochenenden ist wieder Hüpfburg-Time. Dieses Jahr ist komisch. Nun gut, dem ist so eine Woche arbeiten für mich und dann habe ich auch eine Woche Urlaub. Freue ich mich drauf. Mal gucken, was ich da so machen kann. Dann ja kein Urlaub. Ist das so. Gut. Ja, dann schneide ich mal Videos, würde ich sagen. Es ist mal wieder so weit, dass mein Mac flimmert. Da habe ich jetzt einen Arbeitsspeicher rausgenommen mit nachgemachten, den wir zusätzlich reingemacht haben. Und es ist nur der Originale drin. Mal gucken, ob es daran wirklich liegt, so wie der Typi gesagt hat. Schauen wir mal. Ich bin ja bei der Wochenvorschau ziemlich spät dran.
Aber gut, es ist schon 2:30. Wenn das Speichern hochladen, dauert zum Glück nicht lange. Aber wenn das hier die ganze Zeit rumflimmert, ist es halt schwierig, überhaupt das damit zu machen. Drückt mir die Daumen, dass es jetzt funktioniert. Leute, ich bin vielleicht aufgeregt oder war es eben auf jeden Fall. Wie ihr wisst, oder auch nicht wisst, keine Ahnung, achte ich nicht so wirklich auf die Däumchenanzahl, die dann da immer, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, ist mir alles sowas von Wumpe. Achso. Aber heute, das Schreibtagebuch habe ich jetzt verfolgt und das dauerte ja ewig, bis da ein Daumen nach oben kam. Ich dachte so, die geben keinen Daumen, weil das erste bezahlte Werbung drin ist. Ich mache da sonst keine bezahlte Werbung und oh Gott, ich habe echt gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt totaler Käse. Oh, aber es kam schon 2 Däumchen nach oben und ich freue mich drüber. Und noch kein komischer Kommentar oder sowas. Ich kann auch kommen, natürlich. Ja. Weil da war ich ein bisschen nervös jetzt bei dem ganzen Gedönse mit diesem gesponserten Zeug. Ja, bin ich immer noch, muss ich sagen. Also ist ja gerade mal der Anfang, das erste Video. Dann gibt es ja noch ein großes Video am 3. Oktober. Ja. Mache ich ja normalerweise nicht, gell? Habe ich noch nie gemacht, aber ich mache es eben, oder mir wurde es ja schon mal angeboten, hatte ich ja glaube ich schon kurz erwähnt, ich weiß gar nicht. Das ist ja dann irgendwie geplatzt, wo ich dachte, okay, die melden sich nicht mit, dann ist Pech. Aber andere Sachen habe ich immer außen vor gelassen. Ich würde es nur für Sachen machen, wo ich für dich hinterstehe und nicht, wo ich irgendwie sage, oh, ich krieg Geld dafür, total klasse. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel ich jetzt für dich bekomme. Okay, ich habe eine ungefähre Vorstellung, was ich kriege, aber es ist halt wirklich nicht viel. Und ich würde es auch, habe ich ja auch gesagt, ich würde es auch ohne Geld machen, weil ich die Seite genial finde. Und wie gesagt, ich würde sowas nur machen, wenn ich eben dahinter stehe, hinter dem, was ich denn sage. Und nicht, weil ich dafür Geld kriege. Wollte ich noch mal klarstellen. Für den Fall der Fälle, dass da irgendwelche Leute denken so, boah, ja, nee, das dachte ich bloß, weil ich dafür Geld kriege. Völliger Blödsinn, dann würde ich es gar nicht erst machen. Genau, das ist wie mit Büchern. Wenn mir Bücher nicht gefallen, sage ich meine Meinung dazu. Und wenn mir Bücher gefallen, sage ich, ach, dass es mir gefällt. Also so würde ich es mit allem machen. Genau, und das wollte ich hier einfach nochmal sagen. Für den Fall der Fälle, dass ich da so ein bisschen, weil ich ja da so mega nervös war, immer noch nervös bin. Und bei dem großen Video, da musste ich auch, glaube ich, 3-mal anfangen oder so. Abgedreht ist es aber schon. Ja, gucken wir mal. Ich würde mich etwas freuen, wenn ihr da mal vorbeischnuffelt. Bei dem 70. Schreibtagebuch auf jeden Fall und am 3. Oktober. Da ist das ja schon gelaufen. Ja, gut. So viel dazu. Wollte ich nur mal ganz kurz eingeworfen haben. Und jetzt versuche ich bald nicht einzuschlafen. Ich bin so müde. Hallöchen. Ich habe gerade mein tägliches autogenes Training gemacht. Heute mal mit der CD, beziehungsweise mit dem Buch, beziehungsweise der CD erstmal nur. Kam heute an, hatte ich mir bestellt. Ich hatte davor ja meine andere komische CD, die irgendwie nicht so richtig dafür geeignet ist. Dann habe ich mir bei Amazonien schon einen Track runtergeladen. Oder gekauft vielmehr. Aber ja, ging, aber irgendwie war es auf Dauer langweilig. Und deswegen habe ich gesagt, ich hole mir was Neues und habe mir jetzt das hier geholt. Da ist auch mit Stressabbau bei und bla bla bla. Und das heißt auch noch irgendwie so eine 7 Wochen Übungsdingskirchen mit bei. Also das Buch an sich. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe heute erstmal, wie gesagt, nur das Buch, die CD genommen. Und alles andere werde ich mir nach und nach durchlesen. Ja, mal gucken, ob es hilft. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal autogenes Training gemacht und eigentlich ist es ganz gut zum Runterfahren und überhaupt. Das hat mir früher auch sehr gut geholfen für bestimmte Sachen und von daher bin ich eher dafür, das zu machen. Genau. Aber es ist natürlich blöd, wenn unter uns Krach ist. Also das war eben richtig laut. Eben, jetzt ging's. Jetzt geht's schon wieder, aber eben war wirklich, während ich da gelegen habe, richtig, richtig laut. Ich habe sie kaum verstanden auf der CD. Egal. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber der Akku blinkt, bin ich gerade etwas irritiert. Und mir fällt es auch gar nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Gut, wir werden sehen. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Mia hat nämlich einen halbnackten Popo. Oh, seht ihr das da? Wo es so heller ist, statt... Ja. Daniel hat ihr den Popo rasiert. Der Akku ist auch leer. Warum denn eigentlich? Ich habe doch gerade wechselt. Ich wechsle nochmal.
erzähle ich euch mehr. Warum? Sie hatte immer so einen verklebten Popo, also in den Seiten so vor allem. Kriegt das halt nicht raus. Wir haben es mit Bürsten probiert, ganz oft, ganz lange. Aber sie lässt sich das nicht so gerne machen. Also am Anfang war Bürsten okay, aber ich glaube, dahin hat sie immer zu grob oder sonst irgendwas, immer so rabiat zu allem und jedem. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie immer sagt, so, nee, lass mal gut sein, du nicht. Und von mir lässt sie dann immer auch nicht machen, weil hat er einen Schiss vor der Bürste oder keine Ahnung. Natürlich blöd sowas, aber er ist ja da halt mal so. Es muss jetzt funktionieren, ansonsten ist es scheiße. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie es geschafft wird, dass sie rasiert. Weil sie hält bestimmt nicht still und lässt es mit sich machen. Da kann ich mir vorstellen. Aber ja. Ich kam nach Hause und sehe dieses Desaster und denke mir so, nein. Er hat es wirklich getan. Er hatte schon mehrmals darüber gesprochen, dass er sie rasieren will. Dass er das abrasieren will und überhaupt. Aber er hat es wirklich gemacht. Das arme Kätzchen. Ich meine, klar, es ist besser, wenn es halt nicht so verklebt ist und alles, aber mein armes Mäuschen. Och Gottchen. Kurzer Katze. Zumindest am Popo. Aber auch nur die eine Seite. Wahrscheinlich wären die andere Seite nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die andere Seite nicht schlimm ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber eigentlich müssten beide Seiten gleich schlimm sein. Oder ich habe das nur in falschen Erinnerungen. Muss ich nachher mal testen. Dann habe ich streicheln. Ich mache euch ein Zähnchen. Schnief, schnief. Ja, genau. Das wollte ich nämlich noch sagen. Gut. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen lesen. Also hier, vor allem heute. Ne? Habe ich ja gesagt. Möchte ich mal ein bisschen mich reinfuchseln. Hallöchen. Ich starte mal wieder mein Buch. Ich habe gestern schon drin gelesen. Habe aber nur die eine Übung gemacht, die auf der CD war und dann erst gelesen. Und heute ist halt die erste Stunde der Einstieg und das werde ich mir jetzt zu Gemüte führen. Und ja, ein bisschen autogenes Training erlernen, was man so selber machen kann und nicht nur mit CD und so. Dafür ist dieses Buch nämlich gut. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Ne? Wieder ab ins Schlafzimmer. Ich muss ja dazu sagen, im Moment freue ich mich tatsächlich, nach Hause zu kommen und gleich sofort, nachdem ich die Katzen gefüttert habe, mich hier hinzulegen und das autogene Training zu machen. Auch wenn das immer noch keine Hand und Fuß so richtig hat, aber man lernt ja, ne? Und ich freue mich drauf, das zu lernen. Weil ja damit so viel passieren kann, auch Kopfschmerzen lindern und so ein Scheiß und Magen-Darm-Gedönse. Das habe ich ja letzte Zeit sehr oft gehabt. Alles, also Kopfschmerzen ja immer, wisst ihr ja. Und dass man das dann auch regulieren kann, wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also das Buch ist echt sehr gut. Ja, heute sind 3 Übungen dran. Das heißt, ich werde halt 3-mal autogenes Training machen. Und man soll das immer auch mit aufnehmen, eigentlich als Audiodatei. Aber das, ich will mein Handy nicht zumindest, woanders habe ich keine Möglichkeit dafür. Ja. Deswegen nehme ich die Kamera jetzt immer mit. Ich werde nicht immer alles in den Vlog schneiden, aber ich werde es für mich halt auf jeden Fall machen. Und dann Erfolge
protokollieren kann, irgendwie sowas. Es sei denn, ihr sagt, ihr möchtet das gerne auch teilweise miterleben, wie auch immer, dass ich ab und zu das mal mache, kann ich gerne machen. Aber ansonsten protokolliere ich das quasi für mich mit, weil soll man so machen. Steht hier, was war das? Es kann hilfreich sein, bla bla. Sie können sich dann anhören, wie sie zum Beispiel sehr angespannt sind. Ah, muss tatsächlich das mitsprechen. Okay. Das wusste ich nicht, dass man das nicht sehr wirklich sagt. Nicht nur im Kopf sagt, sondern wirklich sagt. Gut, das muss erstmal in Hand und also in Fleisch und Blut übergehen. Und die ganzen Sachen auch vor allem wissen, was er sagen muss. Guck mal her hier. Ja. Mal gucken. Also jetzt erstmal ist eins, wo ich selber was machen muss. Dann nachher ist etwas, wo ich den zweiten Track nehmen muss. Den habe ich ja schon mal gehört. Und dann nochmal ein drittes für heute Abend, bevor es vor Schlafen geht. Genau. Und ich muss ja jetzt auch immer noch jeden Tag Blutdruck messen. Ist ja immer noch nicht so Snoopy, aber wir experimentieren alles ein bisschen rum, auch mit dem autogenen Training und so. Es ist schon ein bisschen besser geworden, sagen wir es mal so, aber es ist halt auch nicht so prima, dass ich sage, okay, jetzt ist super. Ja, also weiter rum experimentieren, gucken, was der Sache ist. Vor allem, weil es ja wirklich nur abends ist und morgens, also nachts nicht, morgens nicht, mittags nicht. Ich habe es ja mal gemessen, 3 Tage, also an einem Tag, wo ich auch zu Hause gearbeitet habe, dass ich mir auch mittags messen konnte. Ja, also. War das ein, wo ich zu Hause gearbeitet habe? Auf jeden Fall war es ein Tag, wo ich messen konnte, nach 3 Etappen. Ja. So ist das. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, mir hat früher autogenes Training auch schon mal geholfen und von daher setze ich da ganz große Stücke drauf. Und wenn die Ärzte sagen, ich soll das ausprobieren oder das mal machen, dann fand ich das schon mal ganz gut und ist etwas, womit ich auf jeden Fall leben kann, was ich jeden Tag mache. Und dann soll es ja jetzt in 10 Minuten irgendwie und dann noch 5 Minuten. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, was da so bei rauskommt. Ja. Genau. Oh je. Der Anja will jetzt so einen Roller mieten, den man überall mieten kann. Und damit rumtuckeln. Also so ein Elektroroller Dingskirchen. Ich stehe ja hier in jeder Straßenecke gefühlt. Ich sehe schon, komm, was er auf die Nase fällt. Er hat ein Talent für sowas. Ob das gut geht? Hm. Ja. Er meint, der würde sich dabei auch filmen, weil dann fällt er das recht auf die Nase. Das sollte er mal lieber lassen. Nee. Ich stelle mir das gerade so vor, eher auf so einem komischen Roller. Ja, na gut. Wollte ich dir mitgeteilt haben. Man muss sowas ja festhalten, ne?